Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Da mache ich gleich mal den Knopf vom Hemd auf, dass man das Weiße besser sieht. Es ist natürlich nicht Raid am Mittwoch, sondern Raid am Mittwoch am Donnerstag. Wir haben noch ein paar Sachen zu verkünden. Momentan sind ja überall die Berichte hochbrisierend und am Kochen vom GoFest 2020. Es wurde also angekündigt, das GoFest 2020 wird 2 Tage dauern. Ihr könnt wieder ein Ticket kaufen und könnt 2 Tage lang mit diesem Ticket von zu Hause aus spielen, weltweit. Das heißt, diesmal dürften die Tickets also nicht begrenzt sein, weil ihr ja nicht in den Park fahrt, irgendwo hin, wo nur so und so viel rein dürfen, sondern es dürfte eigentlich wirklich jeder, der eins kaufen möchte, eins bekommen und einfach bei sich spielen. Ist zwar irgendwo schade, da das ganze Feeling da nicht da ist, diese Aufbauten in den Parks, was man da alles sieht, die ganzen Essensstände, die ganzen Bierstände, die ganzen Giveaways, das fette Pikachu im Kostüm, aber egal, wer schon mal dort war, weiß ja, was da auf einen zukommt. Interessant natürlich trotzdem, was es da alles gibt, dazu sind aber noch keine genaueren Infos bekannt. So, des Weiteren suche ich immer noch den Dominik XP, mit dem bin ich nämlich schon ewig Glücksfreund. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, da meldet sich auch keiner von sich aus. Wenn der Dominik XP das sieht oder weiß, wer das, oder wenn jemand weiß, wer Dominik XP ist, sagt dem mal bitte, er soll sich melden, sonst lösche ich den irgendwann und scheiß auf die Glücksfreunde. Dann ist das halt so, ich brauche keine Leichen immer im Stapel, sag mal so. Und heute Abend möchte ich den 3. Teil vom Pennymarkt auf der Reeperbahn streamen, zusammen mit euch angucken. Wem das interessiert, der kann gerne vorbeischauen. Das werde ich aber nochmal separat ankündigen. Jetzt geht's aber los mit den Highlights der Woche und natürlich am Ende wartet auch der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit dem Laserlasse 16, mit dem bin ich nämlich Glücksfreund geworden. Bei dem ist es auch so ähnlich, bei dem Glücksfreund erwartet, es tut sich nichts. Da weiß ich aber wenigstens, dass ich den auf Instagram anschreiben kann. Habe ich heute auch endlich mal gemacht, weil bisher von ihm nichts kam. Ich hoffe, der ist nicht tot umgefallen und wir können den Glückstausch noch vollziehen. Dann Bockwurst King hier mit einem 100er Vollbeat dabei plus einem Shiny Fiffchen. Terrorzicke mit einem Shiny Terrakium. Habt ihr ein Shiny Terrakium bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Kenny, gerade beim Aufräumen gefunden, ein 100er Flurmel und ein 100er Zickzacks. Ihr wisst ja, ihr müsst eigentlich nicht penetrant aufräumen. Ihr könnt einfach 4 und Sternchen eingeben, dann zeigt euch das alle 100er an, die ihr habt. Wenn ihr also mal einen ganzen Tag gezockt habt und der Beutel quillt über, gebt einfach zuletzt gefangen, also sortiert nach zuletzt Gefangene, gebt 4 Sternchen ein, dann seht ihr, ob ein 100er dabei war oder nicht. Und ansonsten könnt ihr alles andere ja wegschmeißen, nicht, dass ihr aus Versehen mal ein 100er wegflackt. Dann Bockwurst King hier mit einem Shiny Hibiskus, auch sehr gute Sache. Das ist wohl gebrütet, wenn man die Bonbons betrachtet. Hibiskus, auch sehr seltenes Shiny, wie ich finde. Ich habe bisher selber auch noch keins gefangen, konnte mir auch nur eins tauschen. Bobserob mit einem wettergeboosteten Shiny Terrakium. Tina mit einem 98er Shiny Terrakium, aber ihr seht den Unterschied. Das hat 26,32, weil es nur 14 Angriff hat. Und Julchen hat auch ein, was habe ich denn jetzt gesagt, ein 98er, ein 98er Shiny Terrakium mit 26,32 und Julchen hat auch ein 98er Shiny Terrakium, das hat aber 3 WP mehr, da es Angriff auf 15 hat und dafür Verteidigung auf 14. So ist also der Unterschied, ist eigentlich nicht viel, es sind nur 3 WP, ihr seht das, und wenn das jetzt ein 100er wäre, wären vielleicht nochmal 3 WP mehr oder so. Würde ich auf jeden Fall, hätte ich lieber das mit 15 Angriff, würde ich auch hochziehen beim 98er. Ich glaube, mein Bestes, was ich jetzt auf der Hand habe, ist ein 96er mit 14 Angriff, leider Gottes. Ich hoffe, das kommt irgendwann nochmal zurück oder ich mache damit noch ein paar Glückstrades, weil da wollte ich auch unbedingt eins hochziehen. Ebenfalls vom Julchen, auch noch nebenbei mitgenommen, Shiny Shinux. Dann haben wir ein Bild gefunden mit Niantic, was Niantic, also was wir als Spieler übelst feiern würden. Kaumalat, Milzer, Kapuno, Serpifeu, ja gut, das jetzt nicht unbedingt, aber Niantic sagt, nein, geh mal weg damit, wir wissen doch, was die Spieler wollen. Nebulak, Samurzel, Hornliu, vor allem das hässliche Gesicht bei Hornliu und sie wissen, yeah, das ist der Shit, das brauchen die Spieler, das beschreibt die Lage so gut in so vielen Dingen oder bei Events oder bei der Nostalgie. Deswegen sehr cooles Bild. Hier beim Justin ein
Shiny Groudon, das müsste noch aus der Forschung sein, also aus der Nostalgie-Herausforderung mit 1721. Dann bin ich aufgestiegen mit Lena HBN zu Beste Freunde. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, das versteht aber keiner. Deswegen, ich verstehe es immer noch nicht, ob Lena mir selbst die Anfrage geschickt hatte oder ob ihr Papa die Anfrage geschickt hat, ob sie gelevelt hat, ob er gelevelt hat, aber er spielt ja regelmäßig ihren Account. Eigentlich hätte er mich schon längst rausschmeißen müssen. Jetzt sind wir beste Freunde. Was passiert denn, wenn wir Glücksfreunde werden? Wir können doch niemals tauschen. Das ist so wie Batman und der Joker. Die sitzen nicht zusammen und trinken Kaffee. Also keine Ahnung, was das werden soll. Dann habe ich mich geärgert über das Eneko. Ihr seht, ist ein 96er. Ist ein Shiny, ist glücklich, alle würden sagen, boah, Respekt, richtig gut. Und ich sag so, ein Rotz, jetzt muss ich mir ein neues Shiny Eneko suchen, weil wieder mal der Hintergrund komplett ablenkt und alles kaputt macht. Ich muss mal kurz an die Tür, dann bin ich gleich wieder da. So, wo sind wir stehen geblieben? Natürlich war es die Frau Mutter, sonst bricht die eigentlich immer mit dem Schlüssel in die Wohnung ein, diesmal klingelt sie. Warum auch immer, da ist der Ali auch gleich wieder rausgerannt, hat sich im Hausflur breit gemacht. Ich mich also geärgert über das Shiny Eneko, weil ihr seht ja, der Unterschied zwischen dem Shiny und dem normalen Eneko ist schon so gering, das erkennt man kaum. Und wenn dieser hässliche Hintergrund noch ist, lenkt das wieder komplett von der Shiny-Farbe ab. Aber manche sagen, bist du bekloppt? Bist du bescheuert? Und ich sage, nee, das ist so, ich möchte gerne die Shiny-Familien auf der Hand haben. Ich brauche diesen Hintergrund nicht, mir geht es wirklich nur um die Farben. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Dann auch ein lustiges Bild, ihr seht hier einen Carpador und ein kleiner Junge, der mit dem Carpador spielt, der tritt es dann weg und plötzlich wird es zum Garados und verjagt den Jungen. So muss es sein. Dann der Sören, gute Moje, 100er Shinux aus dem Feldforschungsdurchbruch, würde ich sagen, mal aus dem Raid. Hat er ja dann 500 WP auf Level 20, das ist aber nur Level 15, deswegen 375. Mitzenmann mit einem Shiny Stolunior, Bockwurst King auf den letzten Drücker. Ich glaube, das war wirklich früh. Sagen wir mal so um 10, ne, da steht ja sogar 12.52 Uhr. Vergesst 10 Uhr. 12.52 Uhr hat er noch einen Pikachu gefangen mit Rayquaza-Mütze in Shiny und 13 Uhr, wisst ihr, haben sich die Spawns geändert. Dann gab es das Lucario, also das ist wirklich auf letzten Drücker, 8 Minuten vor Ende. Dann bin ich mit dem Landei noch Glücksfreunde geworden. Der Bockwurst King hat einen 100er Barschwar gefangen. Frank Behrin mit einem Shiny Charmian. Bockwurst King wieder mit einem Shiny Panflam. Eigentlich ist Panflam ein C-Day-Pokémon und unnütz, also nicht mehr so selten und nicht mehr so bedeutungsvoll, aber beim Bockwurst King muss ich alles mit reinhauen. Der hat nämlich diese goldene Regel, dass er jeden Tag ein Shiny fängt und ein 98er. 100er sind bei dem eigentlich No-Go. Was will man schon mit einem 100er? 98er muss her, damit er seinem Namen gerecht wird. Dann hat er hier auch ein Shiny Haspiroar gefangen und ein 98er Plinfa. Ihr seht, das geht wieder auf. 22. 23. Der Geitsch mit einem Shiny Bronzel. Ich glaube, das war sogar noch außerhalb von dieser Bronzelstunde. Oder inne drin. Ich weiß es gerade nicht. Da steht kein Datum mit dabei. Dann haben wir ein 100%iges Glücksgirafarik. Das habe ich mit Pupsi getauscht. Da waren wir auch Glücksfreunde. Ich habe gesagt, ich brauche noch den Lucky-Eintrag von Girafarik. Gib mir einfach ein Girafarik. Dann ist es ein 100er geworden. Das fand ich natürlich sehr cool. Habe ich deswegen auch abgescreen, aber ich glaube, im Endeffekt schmeiße ich es weg, weil es halt ein Lucky und eigentlich sammle ich keine Luckys. Night Alex auch mal Glück gehabt mit Shiny. Auch ein Shiny Charmian. Julchen Veilchen, random getauscht, hat sich hier ein 100% Lucky Boldarus, nee, Dementeros gegönnt. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ihr tauscht einfach zwei Legendäre gegeneinander und es wird Lucky und es wird 100, damit ihr keinen Glückstausch, keinen garantierten verschwenden müsst. Dann noch ein 100er Shinux beim Andreas Erdl, ein Lucky Pikachu, erster Check beim Dennis Weigel im Event gleich, also 13 Uhr hat dann das Lucario-Mützen-Event angefangen, letzte Woche Freitag, und beim ersten Pikachu hat er direkt einen Shiny bekommen, das ist auch sehr cool. Der Tim Johannes hier mit dem 100% erlösten Porygon Z, ich weiß nicht, warum er da so einen bösen, genervten Smiley macht, ist doch eine coole Sache. Dragonite mit einem Männertagspandier, dem Guten ist beim Wandern übel geworden und er ist grün angelaufen. Das als Shiny natürlich auch sehr cool, obwohl da blickt man eh nicht durch, weil die Pandiere haben ja schon verschiedene
Formen und Punkte und das Shiny von derselben Form sieht nochmal anders aus, ist nochmal anders gepunktet. Ich verstehe das nicht, wieso sie nicht einfach das dann nur grün gemacht haben. So blickt man gar nicht durch, dass das Shiny Nummer 6 vom Pandya Nummer 6 ist, wenn es komplett anders aussieht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann habe ich noch ein Bild reingepropft von meiner Handyarmee, wenn ich immer von zu Hause Raids machen muss und Pupsi da ist. Da liegen dann immer so 8 Handys rum, manchmal auch 9. Das fand ich einfach cool, habe ich nochmal mit reingenommen, aber eigentlich müssten die Leute ja wissen, wie das bei mir abläuft. Dann wurde als Flurr angezeigt, hab's dann aber trotzdem bekommen. Also ist angeblich geflüchtet, aber hat er noch bekommen und war ein Shiny, auch beim Codebrot, sehr cool, Grüße gehen raus. Dann beim RWE-Brein, der hat uns hier ein schönes Bild gezeigt mit einem Mundtier, was ein Shiny Shinox hochhält. Und ihr seht, die ganzen Shinies sind auf jeden Fall die Guten und das Normale ist auf jeden Fall das böse, hässliche Hinterrückse, was einfach nur Böses will. Das als Ladebildschirm wäre bestimmt auch cool. Tobi, keine Miezekatze, aber immerhin Shiny Haspiroh. Kenny mit einem Shiny Driftlon. Der Robby, endlich ein 100% Meistergriff, auch entwickelt. Sofort hochziehen auf jeden Fall. Meistergriff, sehr cooles Pokémon. Pupsi auch mit einem Shiny Charmian. Der Bockwurst King wieder mal ein 98er. Tina mit einem Shiny Cresselia. Das dürfte auch aus der Nostalgieforschung sein mit 1208. Dann war das Amurzel-C-Day. Muss sagen, die Entwicklung gefällt mir schon irgendwie, sagt hier der Brian. Und ich habe gesagt, die sind alle komplett hässlich. Wenn man es so nimmt, ist dieses Orange, was an den Beinen und an der Maske ist, ja eigentlich schon ganz cool. Aber irgendwie gefällt mir trotzdem dieses braune Pokémon und das Design vom Pokémon überhaupt nicht. Bockwurst King mit einem 0% Shiny-Samurzel. Und ein 98er Samurzel, wie kann es auch anders sein? Der dürfte eigentlich gar nicht Bockwurst King 88 heißen, sondern Bockwurst King 98. Das wäre viel passender. Fieselotte dann nochmal mit einem 100er Samurzel am C-Day. Night Alex hat sich auch ein Shiny gegönnt, zeigt uns auch die Weiterentwicklung als Shiny, das Tengolist. Nach einiger Zeit auch mal Glück gehabt, ne? Ja, ist schon in Ordnung, sage ich mal. Aber mir gefallen diese braunen, rotbraunen, rostbraunen Töne einfach überhaupt nicht. Sören auch mit einem 100er Samurzel. Der Brain mit einem Shiny Kaumalat. Sieht sogar aus, als wäre das Level 15. Hat er wohl aus der Forschung bekommen, also aus der Aufgabe von der Nostalgieforschung. Das wäre natürlich richtig genial. Ich weiß nicht, ich gehe mal in die Themarana-Gruppe und screene alles ab. Ich erkenne immer keine Zusammenhänge. Dann der Sören, hab den Stapel nach dem C-Day aufgeräumt, da hat er einen 100er Krebskorps gefunden. Super C-Day heute beim Frank Behrend. Der hat nämlich ordentlich zugeschlagen bei den Samurzeln. Hat einen Charmian bekommen, hat Schneebedeckt bekommen, hat alles bekommen. Hier 79er ist zwar nicht so hoch, hat er aber mit eingepackt. Da ist sogar das Charmian Nummer 2. Sein zweites. Einen guten Wochenstart euch allen. Auch immer sehr höflich, sehr nett. Begrüßt immer die ganze Gemeinde. Bockwurst King nochmal mit einem 100er Skorgler und einem 100er Riolu. Hier Frankenblick Thüringen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Glückwunsch dafür. Die Heike auch endlich eins. Auch ein Charmian. Bockwurst King. Shiny Plinfa. Ist gar nicht der Rede wert, aber shiny halt. Und ein 98er Mantyops hinterher, da seht ihr wieder diesen Zusammenhang, ist ja auch beides am 25. fertig für heute. Zweimal 100er, ein Shiny, ein 98er, also das ist immer so sein täglich Brot, immer ein 98er und ein Shiny. Das ist so oft bei ihm einfach. Dann der Kate Joker, auch mal etwas Glück gehabt mit 100er. Der hat auch ein 100er Shinox bekommen, auch aus dem Feldforschungsdurchbruch, denke ich mal. Plus ein 100er Cresselia, heute ist der Wurm drin. Das würde ich sogar hochziehen, obwohl Cresselia eigentlich nicht so krass ist, aber 100er, legendäre, zieht man immer hoch, wenn man die Bonbons dazu hat. Dann hätte ja klappen können, Bockwurst King, 98er Mamfaxo, ich frage mich, was er hat. Was will er denn mit einem 100er? Er braucht 98er, hat er hier, richtig gute Sache. Frank Bären mit einem Shiny Kleinstein, sieht auch sehr cool aus. Flexstrom, Shiny Pikachu, da bin ich Glücksfreund geworden mit dem Benny. Mit dem habe ich dann auch direkt getauscht. Und ihr werdet sehen, ich bin kurz danach nochmal mit dem Benny Glücksfreund geworden. Also das geht wie geschnitten Brot oder wie man das sagt. Tobias Weigel, 100er Schilderus, auch sehr coole Sache.
Dennis Weigel nochmal, och Mann, mit einem Shiny Plinfer, ihr seht, C-Day Pokémon, da kommt der halbe Breschreiz, die will einfach keiner mehr haben. Aber sehr geil, ein Shiny Mobile, da hat er sich auf jeden Fall wieder gefreut. Andreas hier mit einem Shiny Pandimos. Alex wollte den eigentlich gar nicht mitmachen, hat sich aber ein 100er Wetter geboostetes Terrakium gegönnt. Und natürlich wieder die Lautstärke-Taste gedrückt beim Screenen, das sieht cool aus. Hannes Red Devil Black, auch mit einem Shiny Burmy, einem Shiny Rex Blizzard, einem Shiny Terrakium normal und einem Shiny Plinfer plus einem Shiny Pikachu plus einem 100er Evoli. Also ihr seht, was ihr die sammeln und schickt mir so ein ganzes Paket an Bildern immer rein. Das sieht komischerweise sogar sehr cool aus, nicht nur von den WP mit 1666, sondern auch dieser Lucky-Hintergrund passt irgendwie zum Tengolist. Dieses Grün, dieses Braun, diese weißen Haare, ein 100%iges vom 24.05. in der Nähe von München, Bayern. Ist ein schönes Bild, muss ich sagen. Dann kommt da Gro, der hat auch wieder den Vogel abgeschossen. Der hat nämlich hier ein 100% wettergeboostetes Terrakium auf dem kleinen Account. Dann hat er ein wettergeboostetes Shiny und ein 100% normales Terrakium, aber auch auf dem kleinen Account, sprich der kleine Account, hat in kurzer Zeit jetzt einfach 200er bekommen. Ein normales, ein wettergeboostetes. Da wird der kleine Account kurz zum großen Account, sage ich immer. Plus ein 100er Plinfer, plus ein 100er Panflam, also bei ihm hat es auch richtig reingehauen. 100er Mantyrps, auch sehr cool. Könnt ihr ja nicht mit einer Map fangen. Könnte ja eigentlich nur brüten, deswegen sind diese Baby-100er viel zu selten, würde ich auch nicht entwickeln, weil irgendwann hat er vielleicht einen 100er Mantax durch irgendwas, aber das Mantyrps kannst du eben nur brüten oder halt tauschen, damit du da hinkommst. Ramses Schilling Fragezeichen, richtig komischer Name, hat hier noch einen Shiny Gardevoir und wenn er das hochpusht, kommt er genau auf 24,98. Also wenn das nicht ganz pusht, dann könnte es noch mehr pushen. Aber könnte er es perfekt hier für die Hyperliga nehmen, natürlich. Der Ramses Schilling Fragezeichen hat sich auch ein Relaxo gegönnt um 21.51 Uhr am 7.05. mit 2788 WP. Das ist auf jeden Fall auch fett. Anders als fett ist dieses Samurzel, das ist nämlich eher dünn. Hat nämlich 0 IV, also da geht gar nichts. Und dann hat er 39 Shinies an einem Tag gefangen. Ihr seht ja schillernd und Alter 0. Zeigt euch ja alle aktuell gefangenen Pokémon an. Da ist auch ein Charmian dabei als fette Katze. Aber das heißt, wenn man das abzieht, sind es noch 38. Der hat also theoretisch 38 Samurzel schillernd am Samurzel C-Day gefangen. Ich glaube nicht, dass oben drüber noch 1000 andere sind. Das dürften alles nur Samurzel sein. Das ist auf jeden Fall schon richtig heftig. Juri hier mit dem Shiny Vibitis, Shiny Schmerbe, Shiny Stolunior, Shiny Pfiffchen Nummer 1 und Nummer 2. Dürfte noch von der Pfiffchen Spotlight Stunde sein. Juri auch mit dem 100er Mamfaxo. Würde ich nicht entwickeln, würde ich einfach so lassen. Was macht ihr mit Relaxo schon großartig? Nehmt irgendein anderes, entwickelt das, setzt das rein, reicht aus. Das muss keine 100 haben. Ihr kämpft ja damit nicht. Ihr verteidigt damit ja meistens nur. Gabriel auch hier mit einem Shiny Krypto Flunkiefer. Das kann er auch hochpushen auf 14,93 für die Superliga. Ich habe bisher noch kein Krypto-Shiny bekommen, aber ich mache so selten im Moment Rocket Stops und alles andere, da ist das ja kein Wunder. Dann Michael Schilling, jetzt haben wir nicht nur Ramses Schilling Fragezeichen, sondern auch Michael Schilling in der Sendung. Der hat ja ein Shiny Wampel gefangen, ein... Das war's schon. Dann kommt der Dominik hier mit einem Shiny Ineko, einem Shiny Pfiffchen. Ihr seht, hier ist das Bild voll verkrüppelt und unscharf. Da hätte ich noch warten müssen, bis der Balken durchläuft. Dann ebenfalls vom Dominik ein 100% in Kader, was auf jeden Fall auch selten ist. Auch eine, was steht denn da, Birkenspanne Alois. Fährst du nach Hause, ja. Aber das Ninkada, das fährt nicht, ne? Das kriecht. Dann ein Shiny Trasler und ein Shiny Papinella. Plus Bockwurst King, so fängt der Tag gut an. Wieder mal ein Shiny Plinfer zum Start. Jetzt bräuchte nur noch ein 98er, dann ist die Serie wieder komplett. Frank Behrend, jeden Tag ein neues Shiny hier, Shiny Haspirohr. Flex Stroh mit Shiny Voldoball. Eiwassoft und ich sind Glücksfreunde. Und da habe ich noch was Fettes rausgezaubert. Dann seht ihr ein cooles Bild vor der Quarantäne und nach der Quarantäne. Quarantäne. Wie das aussieht, ist natürlich nicht, könnte nicht passender sein. Aber ihr seht schon, rechts ist sogar hochgezogen. Ne?
Das ist der Fütterungsbalken wahrscheinlich, wie viel man isst. Flexstrom auch hier mit einem Shiny Crypto Flunkiefer. 344. Benjamin Engel hier dann mit einem Shiny Terrakium. Deveris mit einem Shiny Schneebedeck. Shiny Bronze. Bockwurst King. Shiny Bronze. Kate Joker. Shiny Bronze. Das war dann also die Bronze Spotlight Stunde. Da hat Fuchs ja auch richtig abgeräumt. Frank Behrendt. Bei mir läuft es heute auch wieder richtig gut. Shiny Bronze und ein Shiny Terrakium hinterher. Cassiopeia. Shiny Bronze. Da bin ich schon wieder mit Benny Glücksfreunde geworden und auch mit Kalsariken Glücksfreunde. Der musste dann aber weg, das habt ihr im Video gestern gesehen. Dann habe ich mit Ivar Soft getauscht und habe einfach mal ein 100%iges Glücks-Regiram bekommen, direkt am ersten Tag nach dem zweiten Raid, den ich gemacht habe. Das ist also auf jeden Fall schon heftig, kommt aber nur 4038. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Bockwurst ging hier noch, Shiny Driftlon, Dennis Weigel zeigt uns auch von zu Hause ganz okay, zwei Shiny Bronze. Justus Rapf, wird wieder das Bild nicht angezeigt, muss man drauf gehen, sieht ein 100% erlöstes Magneton. Maximilian Eder hat hier einen Shiny Kaumalat gefangen, auch sehr schön, beziehungsweise nicht gefangen, das dürfte auch ausgebrütet sein oder aus der Quest. Der Bogen ist einfach so niedrig, das dürfte trotzdem, glaube ich, Level 20 sein. Ich denke mal, es ist ausgebrütet. Mr. Maurice, hoch die Titten, Wochenende, mein zweites legendäres Shiny, viel Glück den anderen. Ein Shiny Cresselia eben auch aus der Forschung, aus der Nostalgieforschung. Michel Robbing oder Michel Robbing aus der Nostalgie bekommen und gepowerupt. Auch ein Shiny Cresselia, wie ihr seht. Bockwurst King nochmal. Shiny Schneebedeck. Julchen hier, Meisterfänger, bester mit 4 Shiny Bronze. Julchen mit einem Charmian, das ging fix. Plus Shiny Haspirohr, einfach süß. Und einem Geronimatz, endlich. Es musste erst garantiert sein, damit ich eins krieg. Und das natürlich aus der Go Battle League, die ich immer noch nicht gezockt habe. Ich bin immer noch auf Level 1 und habe 0 Kämpfe von dieser Saison. Ich muss endlich mal anfangen. Pokécron Alpha dann auch das 4. oder 5. sogar. Shiny Bronze, Kate Joker wie immer auf Arbeit gefangen. Shiny Panflam, Sören mit einem Shiny Cresselia, wo das Bild so hässlich ist, das hätte ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen sollen. Dann seht ihr nochmal einen Regiram, was das eigentlich ist. Das ist legendär, ja, aber sieht eigentlich einfach nur aus wie ein Hühnchen. So ein gerupftes Hühnchen hat er ist auch gesagt, er findet das richtig stark. Das sieht aus wie so ein Chicken. Und wenn ihr mal den Ton angemacht habt und habt das mal mit Ton gefangen, dann hört ihr auch, dass das ruft wie so ein Gockel. Das ist so komisch. Es sieht wirklich hier aus wie so ein gerupftes Huhn. Und dann klingt es auch noch so. Fang das mal, wenn der Ton an ist und hört mal drauf, wie das ruft, wenn das angreift. Das ist verstörend. Ihr werdet das nie wieder mit denselben Augen betrachten wie vorher. Andreas Erdl nochmal Shiny Bronze, Dominik mit einem Shiny Charmian, plus einem zweiten Shiny Charmian, plus einem Driftlon. Dagro hat gesagt, dass der Weg zur Arbeit lohnt sich mit dem Fahrrad. Der ist ungefähr 8 Kilometer gefahren und hat nebenbei zwei neue Shinies geklickert. Ein Driftlon und ein Pikachu. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, das Shellas war nicht neu. Hat aber auch geklickert, so wie es aussieht, mit 84 WP. Dann haben wir noch ein 98er Ponita vom Bockwurst King. Wie kann es anders sein? Eigentlich nehme ich ja nur 98er vom Bockwurst King rein. Und als letztes Bild, oh, Apo Hildburghausen verkauft zwei Samsung Galaxy S10 für 400 Euro Verhandlungsbasis. Ist das ein gutes Angebot? Schreibt es mal in die Kommentare. Das wollte ich aber nur Pupsi zeigen. Die sucht ja immer so Samsung-Handys. Und als letztes Bild noch als Beweis, dass die Gewinner von dem Pikachu-Gewinnspiel wirklich ihre Pikachus bekommen. Habe ich vorhin mit dem El Paletto das Shiny Pikachu mit Rayquaza-Mütze getauscht. Der hat mir da auch einen Screen geschickt. Thanks to Ramses, ne? So kann man das lesen, habe ich mich belesen. Thanks to Ramses, das Shiny Pikachu mit Rayquaza-Mütze. Und ihr könnt ja immer noch das Shiny Pikachu mit Lucario-Mütze gewinnen. Das Video dazu habe ich am Dienstag hochgeladen. Die Auslosung und Auflösung dazu kommt am Montagabend im Livestream. Also wenn ihr mitmachen wollt, geht mal auf den Kanal, sucht mal das Video raus. Macht da mal noch mit. Ist ganz einfach, die zwei anderen von Kando und Johto kriegen ihre Pikachus natürlich auch noch. Da müssen wir aber erst Stufe 3 erreichen und leveln, damit das eben nicht so teuer ist. Die haben nämlich noch keins registriert. Das war's aber jetzt von den Highlights. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche.
Und der Schocker der Woche kommt diesmal ganz random vom Kevin Röhling. Der hat nämlich hier einfach ein 100% Shiny Pantimimi ausgebrütet. Und was habe ich die ganze Zeit gesagt über Shiny Babys? Die sind selten, heb die auf, entwickel die nicht, tauscht die nicht, macht gar nichts damit. Und er hat nicht nur ein 100er Pantimimi, was schon genial wäre, sondern ein 100er Shiny Pantimimi. Das Bild ist zwar schon alt, vom 14.03., das lag die ganze Zeit in meinem Beutel rum, aber weil diese Woche mich nicht wirklich irgendwas überzeugt hat, außer vielleicht die 38 Shinies vom C-Days am Murzel, trotzdem finde ich, wird es an der Zeit, das mal rauszuholen. Das fand ich nämlich richtig cool. 100% Shiny Pantimimi, ein echter Hingucker, wie ich finde. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Das waren die Highlights der Woche, der Schocker der Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.